passt. Eben auch nochmal zwei. Sicher ist sicher. Nicht wahr? So, ein Baum kann ich noch nehmen, dann. Oder, okay. Also drei Holzstämme. Gut, ich knüppel das um. Und dann. Dann bin ich mit Gewicht voll. Cool. Das ist ja geil, die stehen ja wirklich da hinten und bauen Ton ab. Ja. Cool. Sehr schön. Genauso wie die Leute, die hier suchen, ne? Also. Die laufen dann auch durch den Wald und so, gell? Ja, genau. Ja, ist schon nice. Ist schon nice. Ist schon nice. Wie war das mit den Pelzmänteln? Können wir die schon herstellen, oder? Leinengarn. Achso, das ist das Problem. Verstehe. Mhm. Okay. Ich würde gerne sagen, ja, sofort, aber Leinengarn. Ich hau noch ein paar hier um, ne? Damit wir zumindest noch ein bisschen Brennholz machen können. Mhm. Ja, wir brauchen auch noch einige Bretter. Ja. Hab ich mir schon irgendwie gedacht. Fall um. Und Platz für Felder ist jetzt auch. Ich denke nur an die Felder, ich weiß. Aber wirklich. Alles, was wir haben, ist gut. Du kriegst dein Flex. Flexnägen. Flexnägen. Okay, ich stelle Bretter her. Ich habe noch 12 Holzstämme. Ja, mach das. Er hat ein paar Vorschläge, wie wir das Leben besser machen können. Nein! Mach's doch alleine. Ich will nur Felder. Ich koch dir alles, aber nerv mich nicht. Digga, geh weg da. Oh, der andere läuft mir genau unter den Baum. Timber! Du musst dich aufwärmen. Ja, ich weiß, Digga. Du trägst zu viel, ja. Neues Level, Gewinnung. Juhu. Juhu, hey, super. So, ich hab nochmal Bretter gecraftet, gefräst. Ich bin ein Fräsack. Ein Fräsack. Du. Okay, ich halte die Klappe. Oh, ich habe zu viele Bretter gemacht. Na, egal. Jetzt fehlt dem was, ne? Heiligsblechle, ich sag's dir. Okay, Dach ist fertig. Wir brauchen nur noch 6 Stämme. Wir brauchen nichts mehr. Ja. Ich komme schon. Beeilen Sie sich bitte. So, was wollen die denn jetzt? Ich weiß nicht, ob mein Holzhammer das überlebt, aber ich kann mir schnell einen rausnehmen. Ja, okay. Ich brauche Holzstämme, ganz viele Holzstämme. Okay, fertig. Nice, Ovid. Wie viel passt denn jetzt rein? Weißt du das? 2000. Oh. Oh, Memo. Das ist geil, nicht? Das macht mich glücklich. Und wir haben jetzt auch Stöcke. 115 lege ich jetzt gerade rein. Sehr gut. Ich werde jetzt hier nochmal ein paar Bäume fällen, auch wenn es dumm klingt. Nein, nicht für Felder. Wir brauchen... ein Holz, oder? Ja, mitunter. Aber wir brauchen auch für die Tonkollegen da. Ach so, Schaufeln. Richtig. Wie viel Karotten haben wir? Gar keine mehr? Noch 50 müssten wir haben, oder? Wären die nicht in der Küche drin? Ja. Oder habe ich die alle schon zu einer leckeren Gemüsesuppe gemacht? Also wir haben gar keine mehr drin. Ja gut, dann habe ich alle zu einer leckeren Gemüsesuppe gemacht. Ja, dann pflanze ich ein paar an. Das ist... Muss es ja nicht übertreiben, so 10 Stück oder so. Ja, genau. Oh, das war's kaputt gegangen. Karottensamen.
brauche ich wahrscheinlich aber auch 10-mal Dünger. 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 So. Hört sich gerade so an, als ob mich irgendwas angreifen würde, aber es greift mich nichts an. Ach, ihr seht da hinten nur Wolfies. Wolfies. Boah, da ist ja wirklich ein Wolf. What the fuck, Alter? Was macht der denn so nah an unserer Basis? Ey, danke, dass du diese supergeilen Holzzäune gebaut hast. Okay. Der kommt über die Holzzäune nicht. Ach, gerne du. Ja. Komm schon, dummer Wolf. Alter, zum Glück habe ich einen Bogen dabei. Das ist ja noch ein Wolf. Es sind zu viele hier. Na, komm her, Wolfi. Aua. Alex legt sich voll mit den Wölfen an. Alter! Ich bin gleich tot, Alter, wenn es so weitergeht. Ich bin tot, Alter. Weil ich diesen beschissenen Wolf nicht gesehen habe. Oh, ich könnte so kotzen gerade. Bist du in der Hauptstadt aufgewacht? Nein, ich bin zu Hause aufgewacht. Okay. Ohne Scheiß, dieser Wolf, ich hab den paar Mal fast, also einmal wollte ich den treffen, dann erstmal kam der Erste, hat mich angegriffen, aus dem Nichts heraus, dann kam der beschissene Wolf hier, also, ja, jetzt flieht er, ne? Kackthöhle, Alter, jetzt bleibst du auch da, ich will deinen Pelz. Ah, jetzt war ich sauer. Gut, wir haben Fleisch wieder. Und den anderen finde ich jetzt auch nicht mehr. Ich werde jetzt alle gefressen, Alter. Oh, da geht ja das Licht auf. Ja, eine neue Quest. Ah, okay, du bist gerade. Eine von unseren Mitbewohnern. Tatsächlich. Oh. Wir sollen eine Standfackel bauen. Ja, gut. Also, was heißt sollen? Sie hätte gerne. Ja, wird niemand irgendwas wollen. Aber das entscheiden immer noch wir. Frühstück. Lass uns doch nicht verarschen von diesen Lachsnacken. Lachsnacken. Egal, was wir machen, ich finde Nico immer hier. Schnauze. Wie viel Brennholz haben wir? Ja, wir haben genügend Brennholz. Wir brauchen kein Brennholz. Okay. Es hält sich konstant. Es hält sich Konstanze. Brauch was zum Essen. So, ich brauche was zu essen. Weil so ein blöder Wolf mich getötet hatte. Mhm. Ich brauch hier sowas. Ein bisschen Wasser. Oh, mein Leben ist ziemlich weit unten. Wir haben bestimmt noch irgendwas, was heilt, oder? Ich glaube, wenn du schlafen gehst, dann ist es auch wieder gut. Mhm. Ja, breiten Wege richten. Jetzt geht's schon mal besser. So, ich gehe zu meinem Liebelein in die Stadt hinein. Oh ja. Mhm. Okay. Tschüss. Ich verputz dein Haus. Du machst es dreckig, habe ich das Gefühl. Danke. Danke fürs Verputzen. Ja, bitte. Dumme Frage. Wird es nicht erstmal mehr Sinn machen, die anderen Häuser zu verputzen? Ah, nee, da wollten wir ja die Häuser erstmal. Ja, erstmal verbessern, dachte ich. Die Überlegung ist, wollen wir tatsächlich Stein oder wollen wir das andere machen? Ja, das ist eine gute Frage. Wie viel Bewurf brauchst du denn gerade aktuell?
Tonbewurf. Also ich habe jetzt 80 Grad gemacht. Hm? Und damit kriege ich dein komplettes Haus fertig. 80. Ist das grundsätzlich viel oder wie ist das? Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir auf Lager haben. Muss ich schon gucken. Na, also ich habe jetzt für dein Haus 72 gebraucht. Ne, ich meine, ist der Trade 1 zu 1 oder? Ja. Nee, also ich brauche ganz genau 80 für dein Haus. Mhm. Das ist aber ein großes. Also ich vermute, für die anderen brauche ich ein bisschen weniger. Wahrscheinlich dann eher so 60 oder so. Wie viel haben wir denn? Lager. Hohn 42. Ja, gut. Also wir brauchen schon ein paar hundert, so, denke ich. Und dann würde vielleicht sogar Stein mehr Sinn machen? Ja, mal, ja, ich weiß es nicht. Ich würde persönlich, also wenn du das so sagst, wie viel braucht eine Steinwand? Kannst du einfach mal gucken, kannst du ein bisschen Stein rausnehmen und gucken, wie viel die brauchen. Wenn das irgendwie so 12 Steine sind. Ich bin gestolpert. What the fuck? Man kann hier in dem Spiel stolpern? Wusste ich gar nicht. Wusste ich auch nicht. Oh, ich brauche einen Holzstamm. Hast du einen Holzstamm für mich? Nicht dabei, ne? Nee. Ich brauche einen Baum. Ach so. Für was? Ich will eine Steinspitzhacke machen. Ach so. Ich will was abbauen. Bisschen Zeug. Ja, wir können auch Steinhäuser machen. Ja, gut, dann machen wir das. Wenn du jetzt nicht gleich zurückrennst in die nach Hause, dann kannst du mit mir kurz in die Mine gehen. Und ich gebe dir dann einfach ein bisschen Zeug dann immer mit, weil, naja, das verbraucht schon, also, ne, das ist schon so. Mit so einer Steinspitzhacke, ne, wenn du da einmal drauf haust, dann kriegst du halt viel schwere Sachen. Mhm. Ich baue mir gerade nur noch eine. Passt. Alte Zuneigung minus 5 ist mich verarschen. Habe ich auch schon gehabt. Nicht? Ja, sehr. Aber das Problem ist, man, mir ist schon wieder kalt und ich brauche Strohstöcke und Strohstöcke? Achso, Strohstöcke, ja. Das macht Sinn. Das so du kannst dir Leder rausnehmen. Du kannst so eine Lederfackel machen. Ja, ich bin ja gerade hier in dem Dorf direkt. Ja. Ist in der Höhle nicht wärmer? Das kann ich dir gerade so nicht sagen. Auf jeden Bist Fall. Bist du in der Höhle? Ja. Was gibt's denn hier? Zinn. Ich habe 3 Eisenerz. Hey. Aber Zinn brauchen wir nicht. Ich wollte gerade nur gucken. Wir brauchen Kupfer. Wobei, Kupfer und Zinn. Aber wir können wir eigentlich, kannst du mal gucken? Können wir eigentlich schon Bronze machen? Oder wie viel brauchen wir dafür noch? Oh Gott, ich hab schon Nee, Bronze können wir noch nicht machen. Wie viel brauchen wir? Also brauchen wir noch ein paar Stufen, meinst du? Da fehlen noch Technologiepunkte, ja, 150. Ja, okay, gut. Also schon noch ein bisschen. Okay, also wenn du Bock hast, kannst du zu mir kommen, ich kann dir direkt ordentlich was abgeben. Jo, hau her, wo bist du? Ich folge dem Fall, ich bin tiefer schon in der Mine. Okay. Schieb rüber. Yes. Kriegst einmal das da. Guck mal, du kriegst schon mal ordentlich Steine mit. Und ordentlich Kupfer. Damit kannst du, denke ich, schon sogar nach Hause gehen. Also, ja, aber so kann ich nicht mehr laufen. Gar nicht mehr laufen? Ja, es ist so, wirklich so. Ja, dann gib mir ein paar Steine ab oder so, ist mir egal. Steine. Bitteschön. Danke, bis gleich. So. Boah, den Leuten fehlt schon wieder irgendwas. Ja. Ich suche nur Kupfer. Eisen. Zinn. Eisen. Kupfer.
Ja, ich mach dir schon eine Fackel, du. Cold. Es ist so cold. It's cold outside. Was kann ich denn ablegen hier? Oh, die kann ich ablegen, die wollen nicht. Kann ich essen, kann ich weglegen. Oh. Moment. Okay. Gönne ich mir noch ein paar Sachen hier. Okay. Ich. Oh, ich back fest, natürlich. Ja. Sehr gut. Ich laufe nach Hause. Ich habe ordentlich was gesammelt. Ja, ich bin auch auf dem Weg. Ich musste mir erstmal Fackeln herstellen. Man kennt das. Nach dieser Jahreszeit können wir sicherlich dann Leinen herstellen. Es sei denn, du holst vielleicht noch ein paar Leinen. Also wenn wir noch Geld haben. I look at you. Dann kann, wir haben viel Geld. Dann können wir uns vielleicht noch ein bisschen Leinen holen. Die liegen bei dir in der Hütte. Okay, dann laufe ich gleich nochmal. Oder morgen, morgen. Machen wir morgen. Dann mache ich dir direkt einen Pelzumhang. Kann ich gleich nur schauen, was ich brauche. Ich werde morgen den Holzbären mal abgeben. Ah, sehr gut. Mit dem mal die Kohlen und so Glück. Stimmt. Das ist eine gute Idee. That's very good. Very, very good. We will build a wall. Ja, wenn du willst, kannst du die Typen auch dann von dem Ton wegmachen. Und dann sollen sie Steine sammeln, oder? Ja, achso, ja, ja. Warte mal, mach ich schnell. Bei dem Ton, den ich für mein Haus brauche, den sammle ich mir dann selber. Ja, genau. Du hast ja meins schon gemacht. Danke dafür. Jo, kein Stress. Müsste eigentlich auch fertig sein. Verputzen. Ja, deins ist fertig. Perfekt. Dann lasse ich die das da machen. Und dann bauen wir halt ganz viele Steinhäuschen. Ja. Dann nehmen wir die hier raus. Machen wir noch das drauf. So, Truhe. Der hat schon wieder kein Material, Nico. Wer? Unser Schmied. Ja, der kriegt jetzt gerade 22 Steine. Jetzt hat er wieder was. Na, sehr gut. Ich komme auch gleich nochmal mit Steinen. Ich werde gleich Kupfer machen. Und ich werde aus Kupfer erstmal nur Sachen für uns herstellen. Okay. Und damit wir zumindest erstmal... Wir müssen auch die Schemata noch kaufen für die ganzen Kupfersachen. Ja. Ach, Mann. Wir müssen gucken. Wir brauchen Geld. Ja, ich glaube, 800 liegen bei dir in der Hütte. Morgen bringe ich nochmal 500. Ich verkaufe die Schuhe. Ich komme dann nochmal so mit 550 nach Hause. Also, ja. Ach, so machst du das. Die Sachen, die einen schlechten Zustand haben, legst du gleich in die Kiste, damit es Verdorbenes wird, oder? Richtig. Ja. Dann hast du kein Problem. Ja. Finde ich in Ordnung. Finde ich stark. Oh, mir wird ganz kalt jetzt. Ja. Ich tue meine Standfackel. Boah, die Standfackel kostet das Schema 400. Ja, das ist ein bisschen viel, ha? Huh? Was kriegt man denn dafür? 50 Reputations. Das kannst du selber machen. Wir haben kein Geld, wir müssen sparen. Das mache ich nicht. Nee, das ist es mir nicht wert für so wenig, bin ich ehrlich. Das glaube ich dir sofort. Wie viel Kupfererz haben wir denn? Okay, pass auf. Entschuldigung. Gehen Sie auf den Weg, bitte. Wollen wir morgen quasi erstmal runter in die Stadt? Ich also laufe bei uns. Ja, dann kannst du erstmal ein bisschen shakern.